Oh mein Gott, wir haben das Food Fantasy Event und damit kam natürlich das komplette Team, die eine oder andere SBC und ganz wichtig, vor allem für alle RTG da draußen, eine Player Object Karte, also eine kostenlose Food Fantasy Karte, die wir uns mit ein paar einfachen Aufgaben komplett easy erspielen können. Welches Karte das ist, welche Karte das ist, wie gut die ist und was für Aufgaben das sind, die wir machen müssen, das schauen wir uns in diesem Video heute mal etwas genauer an. Also bleibt gerne bis zum Ende dran, droppt schon mal einen Daumen nach oben für das Video und schreibt einen Kommentar, würde das Video halt mega, mega im Algorithmus pushen. Und wenn ihr jetzt hier keine Videos mehr verpassen möchtet, dann lasst doch gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke, würde mich mega, mega supporten. Wir haben jetzt genug gelabert, wir gehen direkt mal rein in Ultimate Team. Ich bin hyped auf das Event. Du stehst auf dein Gang mit 25 Mann. Es ist ganz normal, dass wir nichts bezahlen. Ich komm rein, der ganze Club hat vor mir Angst, denn ich misch das Geld von Rap mit den Kisten Rotterdam. Peace Mates, was geht ab und damit willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einem erneuten Video. Wir gehen direkt mal rein in Ultimate Team, ohne zu labern. Denn heute, wir wissen alle, was gekommen ist, das Food Fantasy Event. Und für mich ist es wirklich letzte Zeit nach Totien so eines der krassesten Events, weil das Food Fantasy hat wirklich extrem overpowered Karten. Neue Hero-Karten quasi, ja, wir haben ja Ginola, Pelé und so weiter bekommen, als nochmal Heroes mit Upgrades. Plus, die können ja noch Upgrades bekommen im Verlauf des Spiels einfach. Und die normalen Food Fantasy sind natürlich auch, je nachdem, wie die Spieler bzw. die Vereine in Real Life sich verhalten. Das finde ich immer schon cool, ja. Und es sind wirklich Karten gekommen, die extrem, ja, mal ein Upgrade sich verdient haben. Wir schauen uns direkt mal einen Item Drop an, was hier gekommen ist. Wir haben es hier direkt, die ganzen Heroes, ja, Ginola, Pele, Kiwell, Capdevila, Ricken, Cordoba, King und Crouch. Weiß nicht, wie ausgesprochen wird, Crouch, ich kann nicht aussprechen, Jungs. Geile Karten und die können ja alle Upgrades nochmal bekommen. Das ist schon auch was, was wirklich extrem nice ist. Wir haben ja auch das Food Fantasy, das erste Team quasi. Sanchez, Salabia, Lorente, Isaac, Benrama, Skriniar, Fernando, Angelino. Und der passt so gut in mein Team. Ich habe auf links den Golden Davis. Ich brauche diesen Angelino. Dele Alli, Trimmel und Miller. Ist ein cooles Team. Wir haben auch eine SPC bekommen. Dazu kommt später nochmal ein Video. Ja, Depay ist SPC, kann ich mal sagen. Aber zu denen später. Ziele, denn da gibt es die Karte for free. Und die ist wirklich top, Jungs. Die kam letztes Jahr, ja. Letztes Jahr hat die schon, wir können sogar Ginola mitnehmen als Leihkarte. Aber darum soll es nicht gehen. Es geht jetzt um Amine Gouiri. Ich kann ihn immer noch nicht aussprechen. Letztes FIFA hat er irgendwie auch eine Special Card mal bekommen. Und da habe ich auch wieder zu gemacht. Und auch da konnte ich ihn schon nicht aussprechen. Ich finde es eine coole Karte. Damals wie heute. Franzose, französische Liga. 4 Sterne, gut, schwacher Fuß, 3 Sterne, sagen manche vielleicht, ja, aber Jungs, bleibt erstmal dabei. Ein LM mit 91 PS, 89 Dribbling, 87 Schuss, 85 Pass, 80 Physis, 72 Def. So erstmal der Mann. Upgrades sind sowieso drin, also er kann rein theoretisch noch, ich glaube, plus 4, plus 5 ist drin, weiß ich gar nicht gerade. Ich weiß auf jeden Fall, ein plus 1 Upgrade wird jeder bekommen. Ja, weil die müssen einfach in 6 Spielen eine Partie gewinnen. Das schafft jeder Drecksverein da draußen. Jeder Verein schafft das. Deswegen kann man bei jedem einen plus 1 schon mit am, ja, mit dran setzen. Dann haben wir noch als Alternativposition Mittelsturm, normaler Sturm und linker Flügel. Also ist er auch wirklich sehr variabel einsetzbar. Antritt 95, Sprint 88, Stellungsspiel 88, Schusskraft 87, genauso wie der Abschluss. Wir haben 85 bei Übersicht, bei Flanken, bei FS-Präzision. 88, kurzer Pass, gut, langer Pass mit 77 nicht so gut. Beweglichkeit 85, Balance 80, Reaktion 86, Ballkontrolle 89, Dribbling 91, Ruhe 87. Wirklich mit einem guten Chemistry-Style haben wir den ja auf so geistkranken Werten, das schon ohne ein einziges Upgrade. Hier haben wir diese ganzen Informationen, ja, also die kommt erstmal so. Und dann passiert Folgendes. Spieler absolviert 3 Spiele in den nächsten 6 Spielen. Genau das war's, 3 Spiele in 6 Spielen. 3 Spiele in 6 Spielen muss der Typ halt absolvieren, ja. Bei Gouiri, denke ich mal, ist es relativ wahrscheinlich. Dann hat er schon mal ein Upgrade. Dann der Stürmer, also für Stürmer und Mittelfeldler zählt das jetzt, deswegen, ne. Dass die in den nächsten 6 Spielen 2 Tore
oder zwei Vorlagen dazu machen müssen. Dann bekommst du nochmal plus 1. Kann man auch schaffen. Dann das Easy, was ich meine, der Verein gewinnt ein Spiel in den nächsten 6 Spielen. Digga, jeder kriegt das hin. Und dann, ja, das ist schwieriger. Verein vermeidet Niederlagen in den nächsten 6 Spielen. Das heißt halt, er müsste mit Rennes, ist das, ne? Rennes, dürfte nächsten 6 Spiele nur gewinnen oder unentschieden spielen. Das bezweifle ich, aber die anderen Upgrades kann man bekommen. Also ich sag mal, plus 2 sehe ich ihn, also plus 1 100%. Plus 2 sehe ich ihn bei 95% und plus 3 sehe ich ihn eigentlich schon noch bei 80%. Ich glaube, plus 4 wird schwer, aber plus 3 ist auch schon absolut gut. Da hätte er eine 90 und das wäre natürlich geisteskrank. Das heißt ja, wir hätten hier rein theoretisch Potenzial bei 91. Gute Karte, ich denke mal, ich habe euch rübergebracht, wie gut die ist und dass man die auf jeden Fall mitnehmen sollte. Wir schauen uns aber nochmal die Aufgaben an. Wir bekommen nebenbei auch nochmal 300 XP, aber denke ich mal, ist für den meisten nicht so interessant. Und ich muss sagen, ich finde das Design von den Karten extrem, extrem cool. Kommen wir zu den Aufgaben. Die erste, exzellente Übersicht. Bereite in Squad Battles mindestens Halbprofi oder Rivals 5 Tore vor und stelle dabei mindestens 3 League-Ur-Spieler in deine Startelf. Kriegt man hin, oder? Tore vorbereiten, 5 Tore vorbereiten, Rivals oder Squad Battles. Und 3 League-Or-Spieler drin haben. Die meisten, die ihn mitnehmen, haben wahrscheinlich schon League-Or-Team, wollen es irgendwie upgraden. Easy. By the way, mit den Stats, ich würde ihn gerade tatsächlich sogar lieber im Sturm spielen. Ich würde ihn eher im Sturm spielen, wie auf dem Flügel. Ist aber ein bisschen zu langsam. Im Sturm wäre er wirklich top. Ist von den Stats her, ne? Echt zu vergleichen mit, Papa. World Cup Hero. Ist schnell, hat einen schlechteren Schuss, ist dafür aber schneller. Hat besseres Dribbling, Pass auch. Also gut, Digga, übelst krank eigentlich, wenn ich gerade mal so drüber nachdenke. Die zweite Aufgabe, kreativer Stürmer. Bereite vor und triff in 4 separaten Squad-Battles-Partien, Halbprofi mindestens oder Rivals-Partien mit einem Ligue-1-Stürmer. Das kann sogar ich machen, ich habe einen Papa. Sehr nice. Dann pure Magie. Erziele in Squad-Battles mindestens Profi oder Rivals 8 Tore mit Spielern, die mindestens 4 Sterne Skill haben. Haben die meisten, denke ich, die ihr spielt, haben das schon offensiv safe. Und die letzte Aufgabe heißt Siegesstimmung. Gewinne 7 Squad Battles Partien oder Rivals Partien, mindestens halb Profi, die Squad Battles Partien, mit mindestens 3 französischen Spielern in der Startelf. Denke ich mal, sind alles easy Aufgaben, braucht noch nicht nochmal wiederholen. 4 Packs bekommen wir dazu, also auch nochmal die Chance, eine andere coole Karte zu ziehen. Und wenn hier ein Ginola drin ist, weiß ich, Chance ist klein, aber jedes Pack gibt 1% natürlich mehr Chancen. Bevor ich jetzt über die Karte mal weiter rede, ich glaube, wir können mal mein Vorschau-Pack aufmachen. Das machen wir auch gleich auf, wenn wir das mitnehmen können. Und ziehen jetzt hier, würde ich sagen, im Video einfach mal eine, ist mir eigentlich egal, irgendeine Karte vom Event. Come on. Tourkarte zu ihm, auf jeden Fall, man muss ihn mitnehmen, brauchen wir glaube ich nicht drüber reden, okay, das muss, brauchen wir nicht drüber reden, ist eine Free-Karte, 87, selbst wenn ihr ihn nicht spielen wollt, ihn hasst, was auch immer, es ist im schlimmsten Fall geiles Explosivfutter, die Aufgaben, macht man vieles wirklich nebenbei und er hat ein Potenzial auf 91 zu gehen und ich muss sagen, bei 89 sehe ich ihn eigentlich locker. Ja, das ist ein 87, der wird auf 89 gehen. Vielleicht sogar auf 90, auf 91 sehe ich nicht, aber auf 89 sehe ich ihn, Jungs. Merkt euch meine Worte, merkt euch das Video, liked es auf jeden Fall, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert die Glocke, das war's von mir. Ich hoffe natürlich wie immer, wir sehen uns sehr bald zurück. Es kommt dann nämlich nochmal ein Video hier zu der DPI-SBC, deswegen, das Glöckchen muss auf jeden Fall an sein. Ansonsten war's von mir, ihr wisst Bescheid, wie immer. Alles beim Alten, Jungs, also haut rein, aber nicht ins Gesicht, denn das tut weh. Das ging aber schnell vorbei, muss ich jetzt schon gehen. Dann sag ich schnell, tippe, 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 ade, auf Wiedersehen. Hey, wir sehen uns wieder, wir tanzen, spielen, singen Lieder. Piep, Klo, Platsch und machen ganz viel Quatsch. Hey. Gülle, Gülle, das wie dann ja, adios und tschö. Sayonara, yasu, ciao, bye, bye und adieu.